Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Fakten. Heute am Freitag. Und ja, heute kommen zum ersten Mal die Fakten dran, die ich aus meiner Postfach, aus meinem Postfach rausgesucht habe. Und zwar extrem heftig, wie viele Fakten eingesendet wurden. Also ich hatte richtig Schwierigkeiten mit 5 Sachen auszusuchen, aber ich glaube, ich habe 5 gute Sachen heute rausgesucht. Ja. Gut, dann hier von vorneweg, wenn ihr Sachen wisst über Minecraft, dann schreibt es mir per PN in mein YouTube-Postfach und dann werdet ihr nächste Woche dann auch mit eingeblendet. Und ja, da würde ich sagen, es geht los. Die ersten beiden Sachen sind von StoneLab400. Als erstes schreibt er, wenn ein Block über einer Kiste ist, kann er der drunterliegende Hopper keine Items einsammeln. Und das ist korrekt. Ja, wenn ein Block auf einer Kiste ist, dann kann man die nicht öffnen. Hier habe ich ihn einfach reingetan, Grasblock hier, immer noch. Ah, ich habe 2 gegeben aus dem Test. Stimmt, ja. Wenn wir jetzt hier den Hopper dran setzen, dann... Na, geht nicht, also... Da ist wirklich was drin, warte, jetzt der Grasblock hier. Und jetzt hat er es eingezogen hier. So. Ich verlinke es auch nochmal hier so. Und jetzt hier ein Block drüber. Und jetzt, wie ihr gesehen, da ist ein Block drin. Und jetzt geht das nicht mehr. Also wenn ein Block über der Kiste ist, kann der Hopper darunter keine Items einsammeln. Das ist korrekt. Und die zweite Sache von ihm ist folgendes. Wenn man Items aus einer Kiste hier nimmt, dann geht das von da nach da, also von rechts nach links. Wenn man die eins nimmt, dann von links nach rechts. Ich mache noch ein bisschen Platz hier. So. Ja, reicht. Und zwar, wenn wir jetzt die Items nehmen, guck mal genau hin. Das geht dann von hier nach da. Ja. Ja, und wenn wir jetzt hier alles hier schön rauswerfen. Ja, ich nehme jetzt noch dran. Aber Achtung, jetzt mal geht's von links nach rechts. Ich habe das nicht gerade gesehen. Das finde ich jetzt ein kleines bisschen komisch. Denn eigentlich sollte das einheitlich sein, ne? Gut, dann geht's weiter zur dritten Sache. Die nächste Sache ist von Magic Cricket Creep und er schreibt, wenn man eine ungerade Zahl an Blöcken hat und dann die halbiert, bekommt man immer die größere Anzahl. Und das ist korrekt. Wenn wir jetzt hier 33 Blöcke haben, egal, für mich jetzt noch Glas oder so, dann habe ich es als Hooli-Block. Wenn wir jetzt hier 33 Blöcke haben und das jetzt halbieren, dann haben wir jetzt hier 33 Blöcke und wir kriegen immer die höhere Anzahl. Und das heißt, jetzt haben wir 33 Blöcke. Das heißt, wir kriegen immer 32 und 31 Blöcke und jetzt kriegen wir die 32 Blöcke. So. Wenn wir jetzt die 32 Blöcke haben und die 31 Blöcke bleiben im Inventar. Und jetzt können wir es nochmal machen hier. 31 Blöcke können wir halbieren, dann bleibt der 15, wir haben 16 hier raus. Von der 15 kriegen wir 8, und die 7 bleibt. Jetzt kriegen wir 4 und die 3 bleibt, und jetzt kriegen wir 2 und 1 Block bleibt. Und ja, man kriegt einfach immer die größere Anzahl. Das ist korrekt. Weiter schon zur vierten Sache. Die vierte Sache ist von 64 Diamonds, der schreibt, man kann Hühner professionell einsperren, indem man sie in einen Kessel sperrt. Das ist auch korrekt. Und zwar machen jetzt richtig Hühner professionell einsperren in einen Kessel, indem man sie einfach irgendwie reinlockt oder so mit, keine Ahnung, mit Weizen oder so. Und einfach irgendwie Spawner da rein und jetzt wird das jetzt hier für immer auch drin bleiben. Es kommt hier niemals raus. Wir können natürlich auch rein hier. Ja. Hi. Das Huhn kommt einfach nicht raus. Sie sind auch ziemlich gebackt, dafür ist da irgendwas wieder mal so durch. Oh, das sieht ziemlich schlecht aus, wirklich. Oh, sieht sehr gesund aus. Naja. Man kann jetzt wirklich schön ein bisschen einsperren. Und ich versichere euch, dass es in der 50. Folge noch da drin sein wird. Weil es für die Tage nicht rauskommt. Ein interessanter Fact, bisschen sinnlos, weil, ja, eine Hühnerfarm machen oder so halt mit Zäunen und so, ganz professionell. Aber das ist natürlich die platzsparende Methode, also,
Wenn ihr nicht so viel Platz habt, irgendwie so, dann ist das definitiv die bessere Methode. Weiter zur fünften Sache. Die fünfte Sache ist von Creeper zum Enderman Schaf und er schreibt, wenn eine Katze über eine Kiste sitzt, kann man diese nicht öffnen. Und das ist korrekt. Haben wir noch eine Katze gemacht jetzt. Max Junior heißt die. Und ja, wenn jetzt eine Katze auf der Tour sitzt, dann kann man die nicht öffnen. Ja. Das ist. Ich weiß nicht warum. Zum Beispiel, wenn ein Hund drauf ist, darf man es auch nicht öffnen. Es geht also nicht nur bei Katzen. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Nein, kann man generell nicht öffnen, weil hier der Block drauf ist. Ich bin so ein Spasti. Aber ja, ihr seht, ich bin schon ungetötet. Jetzt habe ich 2 Milliarden von Hühnern hier. Ja, ihr seht, Maxima, oh mein Gott, irgendwie an Augen. Ist ein bisschen komisch jetzt, aber gut, wenn eine Katze auf einer Truhe sitzt, dann kann man die nicht öffnen. Tja, das wäre es auch gewesen von der heutigen Folge Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.